so eine Scheiße höre ich mir nicht mehr an. Das war der. Letztlich werden wir das nicht mehr. Doch mein einen Moment, kind einen Moment, stopp. Ja. Ich bin als Jugendamt die Instanz, die prüft, ist er labil? Ja, wenn ich das prüfe und sage, das ist aus meiner Sicht in Ordnung und er ist stabil, dann verbleiben wir sicher nicht. Jugendamt Gelsenkirchen, Meißner, guten Tag. Ich sag mal, das Schlimmste hat sie hinter sich. Die erste Aussage, ne, zu machen, das kostet viel Überwindung. Das alles einmal wieder in Erinnerung zu rufen, kostet natürlich ganz viel Kraft für ein Mädchen in dem Alter. Und bei dem, was sie mitgemacht hat, ist das nicht einfach. Und wenn sie das jetzt nur noch einmal oder Marita Meißner ist 26 Jahre alt und unbefristet im Jugendamt angestellt. Als Sozialarbeiterin. Jede Akte ist ein Fall von ihr. 140 Familien betreut sie gleichzeitig. Und damit hat sie jeden Tag zu tun. Misshandlung, Missbrauch haben wir da, Umgang, Alkoholproblematik, Gewalttätigkeit des Vaters gegen Mutter und Kind, massivste Überforderung mit mittlerweile sexualisiertem Verhalten der 11-jährigen Tochter, schwangere junge Kindesmutter, eine Familie, die ganz gerne in Müll lebt. Da klingelt das Telefon. Jugendamt Gelsenkirchen, Meißner, guten Tag. Alltag im Jugendamt. Was heißt das? Was passiert genau in diesen geschützten Räumen, wo jeden Tag unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die wirklich wichtigen Themen entschieden wird? Was passiert, bevor dann wieder berichtet wird, dass die Mitarbeiter nichts gemacht haben? Was machen die mit den festen Arbeitszeiten, die unkündbaren? So sieht der Job doch aus, oder? Dieser Film zeigt 3 Monate im Jugendamt Gelsenkirchen mal von der anderen Seite des Schreibtisches. Heute haben Leon und Angelina einen Termin bei Marita Meißner. Sie sollen nicht erkannt werden. Die Kinder sind die eigentlichen Kunden hier. Der Job der Mitarbeiter, auf ihrer Seite stehen. Für die Eltern ist das oft unangenehm, auch heute. Ja. Marita Meißner hat die Mutter zu sich bestellt, weil deren Mann nach 2 Jahren Trennung auf einmal die Kinder zu sich nehmen will. Der Grund, warum Sie jetzt heute mit den Kindern noch mal hier sind, ist ja, dass es ein familiengerichtliches Verfahren gibt. Der Vater hat ja einen Antrag gestellt, auch auf Regelung des Umgangs und auf alleinige Sorgerecht. Bitte? Beziehungsweise er hat angegeben, dass er der Meinung ist, sie können ihr Sorgerecht nicht adäquat ausüben. Gut, dann werde ich jetzt mal versuchen. Marita Meißners Job ist es nun, sich ins Privateste einzumischen. Sie muss herausfinden, wie die beiden kleinen Kinder zu ihrem Vater stehen. Ob es ihnen bei ihm gut geht oder nicht. Wie und wann sie ihn wieder treffen sollen. Angelina? Brauchst du gar nicht traurig sein. Brauchst auch keine Angst haben. Möchtest du mir ein bisschen was über den Thorsten erzählen? Eigentlich hasse ich den Thorsten. Warum? Und ich hatte auf den Thorsten, da war unser Papa. Ich rede jetzt einmal mit der Angelina und dann rede ich dann mit dir, ja? Okay. Also der hat uns immer angeschrien und auch die Mama und darum mag ich den nicht mehr. Ja gut, wir haben auch halt eine Vorgeschichte. Umsonst trennt sich keine Mutter mit 3 Kindern. Ich habe 3 Kinder und ist ja nicht ohne Gründe passiert. Ja, und die Kinder haben das natürlich im Vorfeld auch schon mitbekommen, was dort abgelaufen ist. Während die Mutter drinnen wartet, steht Marita Meißner zwischen den Stühlen. Sie muss sich fragen, wem glaube ich? Der Mutter, den Kindern, dem Vater? Das Einzige, was für sie eindeutig ist, ist das Gesetz. Und darin steht, die Kinder haben das Recht auf Umgang mit ihrem Vater. Oh, Leon, brauchst du dich doch gar nicht aufregen. Hast du den danach noch mal gesehen? Nee. Wolltest du nicht mehr? Ich will auch nicht mehr dahin. Willst du auch nicht mehr dahin? Willst du den denn vielleicht mal woanders sehen? Nein. Auch wenn jemand dabei ist? Nein. Gar nicht? Also der hat jetzt gesagt, er würde dich ganz gerne mal wiedersehen. Nein, ich aber nicht. Eine Stunde dauert der Termin. Danach beschließt Marita Meißner, auch wenn die Kinder Nein sagen, sie sollen den Vater erst mal treffen. Allerdings nur in den Räumen und unter Aufsicht des Kinderschutzbundes. Dadurch, dass die Kinder den Vater seit 2 Jahren nicht gesehen haben und beide auch den Kontakt aktiv ablehnen, denke ich, kommen wir auch um begleiteten Umgang nicht drum herum. Ach Mensch, ich verstehe das nicht. So lange Ruhe und jetzt geht's wieder von vorne los. Gut. Tschüss. Elternstreit um die Kinder klären. Das macht einen großen Teil der Arbeit aus. Diese Kinder, das steht nun fest, werden ihren Vater bald ohne die Mutter treffen. Doch was ist mit den Familien, wo noch viel mehr im Argen liegt?
wo sich keiner der Eltern von sich aus beim Amt meldet. Es ist Freitagmittag. Marita Meißner hat gerade eine Notfallmeldung bekommen und den Kindersitz schon dabei, falls sie das Baby aus der Familie direkt mitnehmen muss. Es war ein anonymer Anruf. Ein Kleinkind soll zu Hause von seinen Eltern vernachlässigt werden. Marita Meißner muss einer Meldung wie dieser sofort nachgehen. Nicht immer ist ein Kollege da, der mitkommt. Das ist der unangenehmste Teil ihrer Arbeit. Marita Meißner kennt die Familie und weiß, erst gestern hatte die Mutter im Krankenhaus eine Fehlgeburt. Sie muss trotzdem hin- und nachhören. Gesehen werden wollen die Eltern nicht, aber gehört. Damit sind sie einverstanden. Machen Sie bitte einmal auf. Wer ist da? Frau Meißner ist hier. Machen Sie bitte einmal auf. Wir kommen gerade ungelegen. Wir haben gerade im Krankenhaus ein Kind verloren. Das ist jetzt ganz um. Ich hab's gehört. Ich wusste, dass sie im Krankenhaus ist. Ich habe eine Meldung bekommen und ich müsste mir einmal kurz ihre Wohnung anschauen. Alles andere können wir in ein paar Tagen klären, wenn es ihrer Frau besser geht. Damit, ich möchte das nicht und gut. Ich habe die Verpflichtung, den gesetzlichen Auftrag, einmal die Wohnung jetzt aber zu schauen. Aber nicht meine zu gucken, Wohnung haben Sie. Um zu gucken, ob an dieser Meldung, die ich bekommen habe, was dran ist. Und wenn Sie mir das so nicht ermöglichen, bin ich verpflichtet, die Polizei zu informieren. Dann müssen Sie die Polizei informieren. Dann nehme ich das Recht, die Wohnung zu Dann sollen Sie das machen. Dann komme ich gleich mit der Polizei noch mal hoch. Gabi, komm du hier. Das ist sag du was dazu. Keine Sache. Mir ist das egal. Gabi. Es tut mir leid, ich habe gehört, was passiert ist. Ich habe da wirklich vollstes Verständnis für. Sie haben mein vollstes Mitgefühl. Aber nicht heute. Sie müssen mal Rücksicht nehmen, wenn einer ein Kind verliert. Ich meine, ein bisschen Sitte muss es in der Welt noch geben. Sie haben ein vollstes Mitgefühl. Aber nicht heute. Ich kann nichts dafür, dass diese Meldung heute eingegangen ist. Und ich muss einmal gucken. Aber nicht heute. Ja, will dich seitdem, die da ist, in den Pfanne hauen. Die will dir nur an deine Kinder und das alles. Glauben Sie mir, ich mache das nicht gerne. Sie wollen mir die Kinder wegnehmen. Das ist nicht mein Anliegen. Das sieht aber so aus. Das ist nicht mein Anliegen. Oft haben die Mitarbeiter im Jugendamt das Gefühl, dass sie zu spät gerufen werden, schlicht zu spät in die Familien kommen. Die Frage, die sich alle stellen, wie kann man als Amt wirklich helfen, wenn Eltern einfach nicht wissen, wie sie sich gut um ihre Kinder kümmern sollen? Vor einem halben Jahr haben sie hier deshalb ein Experiment begonnen, einen Elternkurs. Gabriele Zander macht das neben ihrer eigentlichen Arbeit in ihrer Freizeit. Zum ersten Mal treffen hier Eltern aufeinander, die alle die gleichen Probleme haben. Kinder, die in der Schule oder bei der Polizei schon aufgefallen sind. Der Sohn von Mike und Bianca Heil ist erst 7. Trotzdem wissen sie sich oft nicht mehr zu helfen. Mittlerweile hat er die 2 Türen, die in seinem Zimmer sind, mehr oder weniger hat er solche Löcher reingehauen. Fragen Sie mich nicht wie. Sein Bett, der fängt an, die Leisten anzuknabbern und so. Also ich weiß mittlerweile nicht mehr, was ich mit dem alles machen soll. Sag mal, ich kann ja nicht mit dem Knüppel da drauf kloppen. Nee, um Gottes Willen, da wäre ich aber auch. Um ganz konkrete Alternativen zu Streit oder sogar Schlägen zu finden, spielen die Eltern hier jetzt die Probleme durch, die zu Hause immer wieder vorkommen. Kind isst nichts, spielt, hampelt beim Essen. Ich würde es vom Essen dann ausschließen. Das heißt ganz oder jetzt nur am Tisch zu sitzen und woanders essen? Nein, ganz. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Bitte? Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Ich erziehe ihm ja nicht das Essen. Dann kennst du meine Tochter nicht. Ich erziehe ihm ja nicht das Essen. Ne? Also, ja, aber du bestrafst das Kind ja genauso. Nee, garantiert. Nicht. Nein. Ja, bei mir ist es aber. Ich habe aufs Maul bekommen. Ich habe für alles aufs Maul bekommen. Wie siehst du? Möchtest du das miteinander vergleichen? Nein, in gewissem Sinne ist es überhaupt. Mike, Sie haben es ja gerade gesagt, ich habe viel ausprobiert. Ja. Wer kriegt das als allererstes mit? Ja. Gut, wenn der merkt, aha, Papa hat heute mal wieder eine neue Methode, dann wollen wir doch mal gucken, wie weit der geht. Ne? Ja, wer ist stärker von uns beiden, ne? Ja, gut, ich wechsle die Methoden ja nicht täglich. Aber also Schluss haben wir jetzt. Und Marita Meißner im Hausflur? Nehmen Sie doch die Kinder mit. Sie diskutiert immer noch. Nehmen Sie sich die 3. Es ist nicht mein Anliegen, Ihnen die Kinder wegzunehmen. Nehmen Sie sich die 3 Sie wissen, dass wir das immer prüfen müssen, wenn Sie was reinkommen. Sie nehmen sie dann mit.
Ja, gib sie ihr direkt wir wieder nehmen, an. Wir nehmen Kinder nur mit, wenn eine akute Gefährdung für deren Wohl besteht. Und in der nächsten... Sagen Sie doch immer. Wenn es wirklich so wäre, dass ich die Kleine mitnehmen müsste, da ändern Sie doch nichts dran, ob Sie mich jetzt reinlassen oder nicht. Ich komme sowieso rein. Der Unterschied, komme ich allein rein oder komme ich mit zwei Polizisten rein? Ja, dann würde ich sagen, gib ihr die drei Kinder in der Hand, soll sie gehen. Die hat nur mit der Roni will die Kinder. Gib ihr das Kind in der Hand und gut. Darum geht es. Gehen Sie jetzt Ruhe. Nicht. Sonst gehen Sie gleich. Holen Sie wirklich die Polizei, dann werde ich nämlich richtig aggressiv. Ja, das merke ich. Ich habe keine Lust mehr auf das. Nicht. Das brauchen Sie überhaupt doch, nicht. Sie brauchen weil nicht aggressiv Sie sind werden. Ganz schlimm. Sie brauchen sind nicht ganz aggressiv schlimm. Werden. Ne? Sie sind ganz ich schlimm. Mache meine Arbeit hier. Ihre Arbeit und nichts interessiert anderes. Mich eigentlich. Wir hören jetzt auf zu diskutieren. Was ist jetzt? Machen Sie es mit ihr, nehmen Sie die Kinder und lassen mich dann in Ruhe. Ich möchte die Kinder nicht, ich möchte die Meldung prüfen. Mit immer nichts, nämlich mit dem Kreis so, auf Kollaps möchte, oder werden Sie sich jetzt einig? Werden Sie sich jetzt einig? Nee, ich will sagen, die Frage ist jetzt nicht, die ich hier stelle, darf ich die Ander Kinder mitnehmen, sondern darf ich jetzt immer Ihre Wohnung betreten dann, und schauen? Dann nehmen Sie danach die Kinder. Also wir nehmen Sie auch die Kinder direkt mit. Ist das das, was Sie möchten? Nee, das ist das, was Sie wollen. Und ich gebe Ihnen den Gefallen, dann habe ich Ruhe vor Ihnen. Das ist nicht wahr. Ja, dann habe ich die Ruhe vor Ihnen. Ich möchte, dass Sie sich jetzt einmal einig werden und mir eine Antwort geben. Darf ich jetzt die Wohnung betreten oder nicht? Ich bin ganz leise. Gehen Sie vor. Nee, gehen. Okay. Ich laufe auch auf Zehenspitzen. Wie es in der Wohnung aussah, wird Marita Meißner bald ihren Kollegen berichten. Ist sie selbst erst mal froh, dass sie wieder draußen ist? Das finde ich schon sehr unangemessen als Vater, so eine Reaktion, das Kind aus dem Schlaf zu reißen, das wäre überhaupt nicht nötig gewesen. Und mir dann dieses Kind hinzuhalten, mir zu unterstellen, ich bin nur da, um das kleine Kind mitzunehmen. Das ist nicht der Fall, deshalb bin ich nicht hier, das habe ich auch nicht getan. Dadurch, dass er lange lamentiert hat, hat es auch lange gedauert. Aber es ist nicht so, dass ich mir gedacht habe, ne, Angst muss ich da jetzt nicht haben. Ich wusste, dass er schon früher verbal aggressiv wurde, aber keine Übergriffe bislang getätigt hatte. Wie ist es für die Eltern, wenn plötzlich jemand vom Amt kommt und sich zu Hause nur mal umsehen will? Auch Familie Heil aus dem Elternkurs und ihr Sohn Dean bekommen seit Jahren immer wieder Besuch von einer Mitarbeiterin vom Jugendamt. Du bist mit Papa Gassi. Mit dem Moment, wo ich die Tür aufmache, würde sie am liebsten sehen, dass ich jetzt mal 20 Leute wild kiffend, 10 Kinder hier rumlaufen. Also das mit Bierflaschen übersät und so, ich glaube, das würde sie am liebsten sehen. Weil dann würde sich das ja bewahrheiten und ich hätte wahrscheinlich mein Klischee erfüllt. Ja. Im Endeffekt hat man nur noch keine Chance. Wir wissen auch, wie schnell so ein Kind auch weg sein kann. Und man ist ja in der Pflicht, sich dem zu fügen. Ist das so die Sorge, die man immer im Hinterkopf hat, dass das Jugendamt tatsächlich das Kind wegnehmen könnte auch? Ja, klar. Das ist die größte Sorge. Das ist die größte Sorge. Dean hat vor allem in der Schule Probleme. Ab und zu geht da was schief, sagt er. Was heißt das denn, wenn es schief geht? Das heißt, dass ich mich nicht konzentriert habe oder so. Und so weiter. Dass ich nicht lieb war oder so. Dass ich anderen geärgert habe. Kommt das oft vor? Immer, fast immer. Ich habe mehr traurige Smiles in der Hälfte als Lachen. Die Besuche vom Jugendamt haben Heils bislang nur als lästige Kontrolle empfunden. Ob der Elternkurs im Amt nun etwas ändern kann? Man ist ja auch hilflos. Ich selber, ich habe eine Kindheit hinter mir, die ist von Schlägen geprägt und so. Und aus mir ist kein schlechter Mensch geworden. Ne? So, man könnte ja auch der Sicht sehen. Ne? Aber ich bin kein Freund davon. Und dann geht man im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und wenn man halt merkt, dass der Rahmen, also die Möglichkeiten, die man hat, überhaupt nicht anschlagen, gar nichts, null. Ja, dann ist halt auch der Punkt, wo man am Arm sitzt und sich denkt, mein Gott, ey, das kann doch nicht sein. Das kann einfach nicht sein.